einen wunderschönen guten Tag, mal wieder von der Ostsee. Und zwar ist heute mal wieder das Wetter nicht so der Hammer. Es ist ziemlich windig und kalt. Aber wie ihr seht, ich habe Neoprenanzug an und das ist ein cooler Strand. Der heißt hier, ich glaube, Ohrfeldhaff, glaube ich, heißt das hier. So oft bin ich hier nicht. Da vorne ist der Parkplatz. Hat man nicht weit, ist zwar allerdings auch alles relativ kaputt, wie ihr seht. Es ist windig, mein Boot haut ab. Bleib hier. Ja, und heute machen wir eine kleine Tour und zwar mit Neopren. Das kann man ja auch machen, ist natürlich immer ein bisschen anstrengender, weil du diesen Widerstand hast von dem Anzug. Aber das testen wir mal, dann seht ihr das auch mal, dass man auch theoretisch mit einem Neoprenanzug ein bisschen Spaß haben kann. So. Ja, dann würde ich sagen, starte ich mal. Ich fahre jetzt hier hoch Richtung Habernis. Das sind die Strände, wo ich auch mal rüber nach Dänemark gefahren bin. Weil, ich weiß nicht, ob man das erkennt, da hinten, das ist natürlich alles schon Dänemark. Das hier ist so eine kleine Bucht. Da fahre ich jetzt mal nicht lang. So, ab ins Boot und auf geht's. So, da wollen wir einsteigen. Und ich habe übrigens heute dieses Tonding natürlich nicht mit, weil ich bin heute sozusagen auf nass ausgerichtet. Und da hoffe ich mal, dass das mit dem Ton trotzdem hinhaut. Wird wahrscheinlich ein bisschen schlechter sein als sonst. So, ich bin an Bord. Es kann losgehen. Auf geht's. So, ich drehe euch mal um. So, dann geben wir mal Gas. Und dann fahren wir mal an der kaputten Küste entlang. Die musste ja ganz schön leiden. Wie gesagt, es hat ja hier ganz schön gestürmt. Und ja, so sieht das auch aus. Richtig heftige Spuren. Und auch überall hier so Baumfetzen im Wasser. Ist krass, aber ich fahre mal ein Stück weiter, die sind da ordentlich am Mähen. Na, hier sieht man es auch, da ist auch alles runtergekommen. Ja, war ganz schön heftig. Ja, und hier seht ihr einfach nochmal, wo ich unterwegs war mit Start- und Wendepunkt. Ja, ne? Ostsee zwischen Kappeln und Flensburg. Ja, so sieht der Himmel ja ganz cool aus. Aber hier so an den freien Stücken. Also der Wind kommt jetzt hier von der Küstenseite. Und wenn ich hier nicht geschützt wäre, könnte ich gar nicht fahren mit euch hier. Das wäre dann wieder Wellen und hast du nicht gesehen. Deswegen habe ich mir heute dieses Stück hier an der Küste ausgesucht. Hier bin ich so ein bisschen geschützt. Abgesehen von diesen kleinen freien Stellen. Ja, herrlich, kein Mensch unterwegs. Aber hat ja auch was, ne? Ha. Hey, und hier pfeift das schon ordentlich. Mal gut, ich habe mich auf Wasser eingestellt. Herrlich. Ja, ich habe hier auch noch was anderes mit. Warte mal. Nicht, dass mir das jetzt reinfällt. Das mache ich jetzt noch nicht. Ich habe nämlich nur mal so für euch, falls ihr euch auch mal Neoprenhandschuhe kaufen solltet. Ich habe da einen Fehler gemacht. Ich habe mir welche gekauft, die sind nicht sozusagen vorgebogen. Also wenn ihr sowas macht, kauft euch welche, die sind so vorgebogen. Dann hast du nicht diesen Widerstand. Weil hier ist immer so, sag ich mal so, wenn du das Paddel festhältst, musst du ja greifen. Und wenn die so gerade sind, brauchst du immer schon ein bisschen Kraft. Und auf Dauer nervt das so ein bisschen. Also wenn ihr euch welche kauft, habe ich gesehen, die sind dann schon so, ich sag mal so übertrieben gesehen, so vorgeformt. Und die sind dann zum Paddeln jedenfalls cooler, würde ich mal sagen. Auf Dauer nervt das schon so ein bisschen. Ja, noch erfahrungstechnisch, wenn ihr euch eine Haube kauft, die gibt es mit so einem richtigen Kragen, den man hier drunter sozusagen machen kann. Dann läuft auch fast kein Wasser rein, wenn ihr hier mal baden geht. Ne? Allerdings möchte man damit natürlich auch nicht durch die Gegend fahren andauernd. Weil für die Ohren und so ist das dann schon ein bisschen komisch. Aber geht auch. Vor allem dann ist es richtig warm. Und ja, ich brauche das jetzt nicht. Es sei denn, wir wollen nachher nochmal ins Wasser. Aha. Dann setze ich das Ding lieber auf, weil das ist zum Beispiel, wenn ich schnorchel bei dem Wetter, das ist dann richtig übel. Dann kriegst du richtig große, ich krieg da jedenfalls Kopfschmerzen, das ist mir dann zu kalt. Und wie gesagt, die mit dem Kragen und ihr seid schön im Wasser, dann läuft da auch echt nicht viel Wasser rein. Weil das ist ja so das Eklige,
und auch das Gefährliche, ne? Weil es ist ja eigentlich das Problem, wenn du bei dem Wetter hier reinfällst, der Kälteschock, ne? Der kann einen ja schon fertig machen, wenn das wirklich richtig kalt ist. Denn arbeiten ja diese zwei Reflexe da gegeneinander, auch dieses, ne? Und dann müsst ihr erstmal alles sortieren und schnell wieder ins Boot. Das ist natürlich beim Neoprenanzug so ein bisschen auch, weil das Wasser kommt hier erstmal doch so ein bisschen rein. Aber es ist nicht dramatisch. Also man kann auch ohne Probleme mal so reinsteigen. Das läuft ja, wenn nur an den Reißverschlüssen da so ein bisschen rein oder eben hier oben, ne? Aber wie gesagt, mit der Manschette, komm, müsst ihr eben einfach mal ausprobieren. Ne? Dann weiß man's. So, hier sieht's auch übel aus. Hier sind die ganzen Bäume abgebrochen. Kann ich euch mal zeigen. Weiß nicht, ob man das... Ah, vielleicht sollte ich dann nächstes Mal ein bisschen dichter ranfahren. Jedenfalls ist hier auch alles kaputt. Und da vorne sehe ich einen Campingplatz. Da können wir mal schauen, dass die noch alle da sind. Das wundert mich. Na gut, es ist etwas höher gelegen. Wir gucken mal. So, es regnet und ich bin jetzt... Hier ist der Campingplatz. Der hat auch so eine kleine geschützte Bucht. Hafen würde ich das jetzt nicht bezeichnen. Kann man jedenfalls gut Boote ein- und aussetzen. Aber die haben ein bisschen Glück gehabt, würde ich mal sagen. Aber wir können uns das gleich mal angucken. Da vorne ist ein, sieht aus wie ein Loch im Deich sozusagen. Ja, herrlich. Aber wenn man so auf, ich sag mal, nass eingestellt ist, dann stört einen das auch nicht, wenn es regnet. Ja? Und wie gesagt, es ist eigentlich richtig mollig warm mit dem Neopren. Der hat jetzt übrigens 5 mm. Wenn es richtig kalt wird, es gibt auch noch welche mit 6,4 oder so. Aber wie gesagt, das Problem ist eben, dass die diesen Widerstand haben. Ne? Naja, doch, ich tuckel noch ein bisschen dichter ran und dann gucken wir uns das Loch da mal an. Mal sehen, wie es die getroffen hat, ja. Nö, das geht noch. Also das ist anscheinend sowieso hier offen. Ich dachte, das wäre alles kaputt gebrochen. Denn ist da wahrscheinlich noch ein bisschen Wasser reingeschwappt. Das habe ich zum Beispiel hinten Langenballig war ich gewesen. Da sind einige von diesen Wohnwagen kaputt gegangen. Da ist das voll rüber geschwappt. Ja, gruselig, ne? Gruselig, gruselig. So, fahren wir mal weiter. Hey, jetzt regnet es auch. Aber guck mal hier, das kannte ich auch noch nicht. Hier kannst du anscheinend schön sitzen im Sommer. Aber auch hier, ganze Weg ist weg und so. Das hat hier richtig gekracht. Aber weiter geht's. Na herrlich, guckt euch das mal an, wie schön das Wasser hier aussieht. Das liebe ich an der Ostsee. Herrlich. Kannst über den Grund beobachten. Schön. Ah, hier ist richtig schön. Hier ist jetzt ein bisschen Steilküste, hier hast du keinen Wind mehr. Herrlich. Richtig schön. Kann man nicht anders sagen. Aber ich komme schon wieder ins Quatschen. Schauen wir uns mal die Verwüstung hier bei den Bäumen an. Gucken, wie das hier aussieht. So. Skek rein. So. Und die haben schon so ein bisschen aufgeräumt. Die überhängenden Äste haben sie schon abgeschnitten hier anscheinend. Krass. So. Das Schöne ist ja, wenn alles schon nass ist, ist es auch egal. So, dann kann man auch ruhig mal aussteigen. Herrlich. Könnt ihr mich sehen? Ja, so sieht das hier fast überall aus. Alles kaputt. Und da hätte ich auch ein bisschen Angst, weil manche Häuser haben hier oben, die stehen nicht weit von der Steilküste weg. Da kriegt man ja Angst, dass das dann irgendwann mal runterkracht. Ne? Eieieiei. Ne? Ja, so sieht das aus. Aber ansonsten echt schön, kann man nicht anders sagen. Und wie im letzten Film, Ede Wolf ist noch nicht verkauft. Ah,
Deswegen bin ich noch mit Neopren unterwegs. Sonst hätte ich das natürlich mal getestet. Weil ich bin ja eher so ein Typ, ich will das immer gerne alles ausprobieren. Und das kann ich euch auch nur ans Herz legen. Probiert das selbst aus, auch mal wirklich ins kalte Wasser, dass ihr mal wisst, was da auf euch zukommt. Und dann hat man keine bösen Überraschungen. Ne? So, und das wollte ich eben mal meinen, dass wenn man jetzt so mit Neopren, das sind jetzt 5 mm, mal wirklich auch ins etwas tiefere geht, dann läuft das natürlich so ein bisschen rein jetzt hinten beim Reißverschluss. Ist auch eklig, aber ich sag mal so, man kann das dann schon aushalten. Aber ich sage euch, es läuft jetzt richtig schön in den Rücken. Es ist einfach, ja, wenn es dann drin ist, gut. Und was ich euch auch noch zeigen wollte, ist Neopren von wegen Auftrieb. Ne? Also diese Weste theoretisch braucht man eigentlich nicht. Jetzt nicht wieder. Also ich meinte jetzt, man hat mit diesen Neopren-Dingern echt einen heftigen Auftrieb und da liegst du auch schon richtig im Wasser. Ne? Das ist einfach so. Ja. Also wie gesagt, man kann im November auch schön so paddeln. Ich habe jetzt natürlich meine Handschuhe nicht mit, weil das ist eigentlich das Einzige, was bei mir auch immer das Problem ist, dass die Hände dann so richtig kalt werden. Oder eben, wenn du im Kopf unter Wasser bist, das bist du eigentlich nicht lange, dann kriegst du Kopfschmerzen. Ne? Weil man kann bei dem Wetter jetzt auch noch ohne Probleme schnorcheln gehen. Da habe ich nur das Problem dann einmal die Füße, weil die kriege ich so nicht in die Flossen rein. Und die Hände, ne? Weil meine Handschuhe, die sind jetzt glaube ich nur 2,5 mm und das wird dann schon ja, frisch, ne? Kann man nicht anders sagen. Und man kann bei dem Wetter auch gerne mal testen, mal wieder einsteigen, aussteigen oder wer die Rolle beherrscht, macht das ein bisschen noch, ne? Auch wenn man dann sich wieder bewegt, dann ist das Wasser ja sowieso hier drin jetzt. Guck mal, jetzt wird das schon einigermaßen warm. Und dann braucht man auch keine Angst haben, wenn man dann ins Wasser fällt. Und wenn man sich damit beschäftigt, die Angst kann auch ziemlich hinderlich sein. Also deswegen, probiert das immer alles selber aus. Dann wisst ihr, was auf euch zukommt. Und man hat nicht diese bösen Überraschungen. Ne? Ah, so ist auch, puh. Wie gesagt, am Kopf ist es echt schon kalt. Ne? Aber es geht. Ich lade schon wieder zurück. Zum Boot. Ah, herrlich. So. Aua. Da sind aber doch ein paar Steine. So. Ja, und dieses Hochrutschen, das nervt natürlich auch. Und ich muss natürlich alles wieder abspülen mit diesem Salzwasser. Aber die Hände, und das ist auch das, das merkt ihr ja dann, wenn ihr mal länger, ihr könnt die ja kaum bewegen, naja, wenn ihr da wirklich länger drin seid. Also deswegen, ist ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Aber herrlich. Herrlich, herrlich. So. Ich springe mal wieder rein und dann geht's weiter. Aha. So. Ab in die Flügel. Bums. So, klemmen wir euch mal wieder ran. So. So. Weiß natürlich nicht. Ich hoffe, ihr könnt mich immer schön verstehen. Den Ton jetzt hier, aber egal. Auf geht's. Weiter im Takt. Achso, den machen wir nochmal wieder raus. Der flutscht jetzt wieder wie neu. So, rein. Hier pustet das jetzt wieder ordentlich. Hier ist wieder so eine schöne freie Stelle. Aber hier sieht es fast so aus, als ob der Bauer ein bisschen was von seinem Feld verloren hat. Das sieht ziemlich abgehackt aus. Boah, gruselig. Juhu! Ah! Mann, das bringt richtig Laune bei dem Wetter.
Geschichte. So, hier vorne ist noch ein kleiner Strand. Da fahren wir mal kurz an. Mal der Weg zum Strand. Das heißt hier wohl Klevelücke oder so. Norgatholz. Norgatholz, so heißt das hier. Und ja, wie ihr seht, das ist alles ziemlich heftig. Hier war wohl mal eine Bank drumherum, konnte man richtig schön sitzen. Das Häuschen ist hier geflutet. Der Spielplatz da hinten ist auch alles voll. Und das ist der Parkplatz. Da geht es einigermaßen. Ich habe sogar ein kleines Toilettenhäuschen. Also ist eigentlich so ganz nett. Hat natürlich jetzt, wie gesagt, ein bisschen gelitten hier. Ja, alles kaputt. Man mag sich nicht vorstellen, wenn hier nicht die ganzen riesigen Steine gestanden hätten, wie das dann hier ausgesehen hätte. Ne? Ja. Oh, mein Boot treibt ab. Ich muss, glaube ich, mal wieder hin. Auch hier die Bank hat aus den Fugen gerissen. Eieiei. Ja, heftig. Ja, hier haben sie schon alles ein bisschen zusammengepackt. Das war hier wohl alles verstreut hier. Müsste man mal durchgucken, ob man ein paar Bernsteine findet jetzt. Ja, das ist der Weg. Oder was von übrig geblieben ist. So, wir fahren mal ein Stückchen weiter. Weiter geht's. Hier rein. Darf man nicht vergessen, wenn das so richtig pfeift und ihr mal ins Wasser fallen, dass ihr hinter eurem Boot überhaupt noch herkommt, ne? Kann man auch mal ausprobieren. Weil, wie ihr seht, das geht relativ schnell, ne? Und schwimmen, so bis du dich dann sortiert hast. Also kann man auch mal ausprobieren, ne? Deswegen probiert das alles mal aus. Ihr seht, das ist echt nicht zu unterschätzen. So, ich hab's auch wieder. Ich weiß gar nicht, könnt ihr mich überhaupt sehen? Das ist ja alles hier so, ja gut. Das wird wahrscheinlich ein Film mit Top-Qualität. Ton und Bild. Ton und Bild. Hier die Balance. Dann dürft ihr natürlich auch das Paddel nicht vergessen. Das schwimmt ja auch gerne mal weg. Deswegen, ich bin ja ein Freund davon, aber ich weiß, manche finden das nicht. Aber bevor das dann alles weggeflogen ist, weiß ich nicht. Finde ich besser. Das geht raus und dann fahren wir noch mal ein Stückchen weiter. Weil kalt ist mir überhaupt noch nicht. So, nochmal einen Blick vom Strand. Ah, das sieht echt fies aus. Das ist übrigens das kleine Toilettenhäuschen. Ich weiß nicht, ob ihr es eben gesehen habt. Und wir paddeln hier mal weiter. Auf geht's. Joa. Oh, hier ist auch so ein Riesenloch. Krass. Ja, da vorne sieht es auch noch irgendwie übel aus. Ja, der Kleine hat das anscheinend gut überlebt. Ich tippe mal, der war wahrscheinlich komplett unter Wasser und dann ist das wahrscheinlich besser, als wenn immer die Wellen da oben gegenballern, weil hier sieht es schon wieder echt übel aus. Und ihr seht mal so, diese kleinen Häuschen da oben, da fehlt nicht mehr viel, dann sind die weg, würde ich mal sagen. Na, ich weiß nicht, ob ihr das erkennt, also das sieht echt übel aus. Die haben ja gefühlt 10, 20 Meter von ihrem Grundstück verloren. Boah. Wäre der ganze Abfluss hier, Dingens da, abgebrochen. Boah. Muss man nicht haben.
was da so los ist. Das Ding hier sieht doch noch alles sehr ordentlich. Ah ja gut, die ist auch. Das ist Stahl hier alles. Die haben sie gut gebaut. Da ist anscheinend nichts passiert. Hier sieht das auch relativ gut aus, aber die haben auch schon anscheinend schön aufgeräumt. Ich glaube auch viel weiter fahre ich jetzt nicht. Jetzt drehe ich langsam wieder um. Eigentlich wollte ich ja von mit euch die Tour paddeln von Langwallig bis Holnis, aber das mache ich dann andermal, weil der Wind ist jetzt echt fies und das nervt dann schon ein bisschen. Und das mache ich dann auch mit richtigem Ton und mit offenem Mikro, sage ich mal so. Ne? Ja, die hat es gut überstanden. Die ist auch sehr massiv gebaut mit Badebrücke. Da könnte ich ja eigentlich mal die Batterie wechseln, damit ich das nicht unterwegs machen muss. Ja, das könnte ich auch mal hier. Ja, perfekt hier. Aha. Tonton. So, hier kann man perfekt aussteigen. Das ist ja mal richtig cool gemacht. Das hier sogar noch. Paddel hinten hinschmeißen. Warte. Ja, super. Das ist mal ein richtig perfekter Anleger. Guckt euch das mal an. Mit Treppe direkt hinauf. Das sah jetzt nicht so elegant aus, glaube ich. Lass ich kurz hier liegen. Sollte mich beeilen. Das wird nicht lange halten. Aber das ist eine schöne, stabile Brücke. Kleiner Campingplatz. Ja, aber auch da hinten sieht das echt übel aus. Naja, so, ich wechsle mal schnell die Batterie. Das Essen und Trinken habe ich gar nicht mitgenommen, das habe ich am Auto. So, Batterie ist gewechselt. Und dann springen wir mal wieder rein. So, das ist überall Kraut hängt, du meine Herren. Überall hast du hier den Salat. Guck das mal an. Guck mal, Kalender hier. Naja. So, das Ding muss fest sein, weil wenn es runterfällt, dann muss ich auch noch tauchen. Da habe ich jetzt auch keine Lust zu. Hilfe. So. Gin, gin, gin. So. Ja, dann drehe ich euch mal wieder um, würde ich sagen. Und da hinten kommt sogar die Sonne raus. Wie cool ist das denn? Immer hier mal durch. Vorsicht mit der Birne. Aha. Hier kann man bestimmt auch schön schnorcheln. Unter Brücken ist immer sehr interessant. Und zurück geht es. So, ich würde sagen, ich paddle jetzt mal langsam wieder zurück. Und ich sag mal, kurz bevor wir am Auto sind, schalte ich euch dann noch mal ein. Und dann, ja, mal sehen, was ich dann noch mache. Oder ich sehe noch was Interessantes. Vielleicht paddle ich auch noch mal ein bisschen in die andere Richtung. Weiß ich noch nicht. Jedenfalls sehen wir uns bis gleich. Wir sparen etwas Batterie. Ihr kennt das ja alles. Ach so, und es macht richtig Laune. Kann ich nur empfehlen, wer das noch nicht gemacht hat. Im November war schön, war Regen, kalt, Ekelwetter. Trotzdem in die Fluten. Herrlich. So. Die Sonne und so leichter Regen. Und ich hoffe, man erkennt das. Da hinten ein wunderschöner Regenbogen. Kein richtiger Bogen, aber so ein schöner Regenbogenstreifen. Herrlich. Ja, bin ja mal gespannt, ob man das dann sieht nachher. Sieht jedenfalls so richtig schön aus. Herrlich. Im Hintergrund noch dieser kleine Leuchtturm da. Wunderschön. Ja, also ich bin froh, dass ich heute gestartet bin. War eine gute Entscheidung. Herrlich, herrlich. Obwohl es eben nicht so der Knaller ist vom Wetter her, aber trotzdem schön. So, das war nur kurz der Regenbogen. Weiter geht's. So, da vorne ist der Kran. Ich glaube, ihr könnt das auch schon sehen. Ist nicht mehr so weit. Allerdings pfeift hier gerade ordentlich der Wind. Ich hoffe, ihr versteht mich. Weil der Wind ein freies Stück ist. Also, gleich geschafft. Haha. Ja, die Sonne kommt langsam raus. Herrlich.
da hinten sehe ich schon, da hinten geht schon wieder gleich der nächste Guss. Wird da wahrscheinlich gleich wieder kommen. Es ist wirklich schwarz. Schwarz! Ah, so. Der Baum ist auch fast ab. Wir sind ja am Weide wegschneiden irgendwie oder so. Naja, so. Wir sehen uns gleich. Hört euch das mal an. Boah, ganzen Gänse hier. Ah. Aber ich muss hier durch, nützt alles nichts. Ja, und es ist mal wieder soweit. Der Ton ist ausgefallen und ich habe hier, also gefühlt sind das Schnipsel, die ich hier noch gemacht habe, wo ich stundenlang was erzähle. Und ich hatte auch eine gute Idee, aber das erzähle ich euch dann nochmal persönlich, das untertone ich jetzt nicht, wie man vielleicht den Kanal noch etwas, retten hört sich jetzt übertrieben an, aber wie man den vielleicht noch so weiterführen könnte, dass das mit, ich sag mal, der Anzahl von Filmen weitergeht. Weil ansonsten, wie gesagt, ich muss jetzt langsam mal wieder ein bisschen Geld verdienen, aber ich hatte noch eine Idee, aber das erzähle ich euch dann beim nächsten Film, was ich dafür eine Idee hatte, weil das erzähle ich dann lieber persönlich und laber das nicht hier unter irgendwelche Filmschnipsel. Ich gucke jetzt mal, wie es mit den restlichen Filmschnipseln aussieht und ansonsten hört ihr mich gleich nochmal so. Hier ist noch ein Schnipsel, da zeige ich euch nochmal den Auftrieb von dem Neoprenanzug. Hatte ich ja vorher schon mal angeschnitten, dass man auch ohne Probleme, ich sag mal ohne eine Feststoffweste, damit echt eine Menge Auftrieb hat und schön auf dem Wasser liegen kann. Ne? Ja, das hatte ich nur mal kurz gezeigt. Und noch vieles mehr. Die meisten Schnipsel sind nämlich leider jetzt komischerweise ohne Ton. Ja, tut mir leid. Sorry. Ja, das Wichtigste habe ich überhaupt komplett vergessen. Weswegen eigentlich, ja, also naja, völlig daneben. Ich habe nämlich noch großartig erzählt, das ist nämlich der 100. Film. Ne? Und das ist natürlich besonders schade, dass das dann mit dem Ton nicht hingehauen hat, weil das habe ich da nämlich auch erzählt. Und deswegen kommt gleich noch was mit dem Sekt, damit ihr das versteht. Also, ne, das war das. Also ein toller 100. Film mit scheiß Tonqualität und naja, was soll's. So ist es halt, ne? Das Ding ausziehen und dann hier so stehen. Uah, kalt! Bevor ich mich gleich von euch verabschiede, ziehe ich mir erst noch mal schnell was über. So, ich habe die Kamera jetzt umgebaut. Wieder mit Ton. Ich hoffe, jetzt ist der Ton etwas besser, weil der wird bestimmt ziemlich grottenschlecht sein auf diesem Video. Aber gut, das ist halt so. Ja, ich habe diesen Sekt extra, wollte ich ja noch mit drauf anstoßen, aber ich glaube, das mache ich jetzt alleine nicht. Das ist Blödsinn. Das hebe ich mir für zu Hause auf mit Fee. Oh. Aber ich habe nämlich gar keine Pause gemacht und da gibt es einen lecker Kakao und noch eine Wurst. Und ich kann euch das mal zeigen, ich habe euch erzählt, dass die Heizung nicht so gut läuft. Ich habe jetzt, glaube ich, 6 oder 7 Mal gestartet und ihr seht ja, das ist ein Asbach-Uralt-Ding irgendwie. Und ja gut, jetzt läuft sie und heizt auch schön. Aber die springt halt echt bescheiden an. Keine Ahnung, ob das diese, da sind ja diese Fühler, die dann sagen, ist heiß, kannst weiterlaufen. Vielleicht sind die Dinger kaputt. Ich weiß nicht, wie man sowas nennt. Und da mache ich mich immer schlau, ob ich sowas selber austauschen kann oder ob man da mal zum Service fährt. Ja, ansonsten läuft das Ding, ne? Ja, huch, ist das? Jetzt bin ich hier wieder vorgerutscht. So, aber ich mache mir jetzt nochmal lecker Kakao auf. Moment, kleinen Moment. So, Sitz habe ich gerichtet. Er sitzt wieder fest. Sehr schön. Ja, jetzt muss ich nachher die ganzen Scheiß wieder, das ist immer das Nervige, den ganzen Kram wieder abspülen, zum Trocknen aufhängen. Und aber gut, das kennt ihr selber. So, aber es wird langsam gemütlich. Die Heizung heizt, es ist schön warm. Und man hat hier einen super Ausblick.
Also ein schöner kleiner Geheimtipp. Nicht schlecht. Ja, nächstes Mal versuche ich dann mal wieder mit Ton irgendwie zu fahren, aber da muss das Wetter, wie gesagt, mitspielen. Sonst ist das schwierig. So, dann werde ich nachher gleich mal gucken, ob dieser Film was geworden ist. Und wenn ja, dann seht ihr ihn bald. Also, ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Und ja, bis zum nächsten Mal hoffentlich. Ne? Macht's gut. Also, tschüss. So, jetzt musste ich gerade noch mal anhalten. Das wollte ich euch noch mal zeigen, wie bescheuert man doch sein kann. Jetzt guckt mal, ich hatte vorhin die Weste an den Spiegel gehängt. Und ich denke, was klappert da so? Habe ich meine Weste da vergessen? Jetzt muss ich kurz warten, da kommt ein Auto. Der passt nicht, jetzt kann ich aussteigen. So, schaut euch das an. Das war wieder eine Meisterleistung von Carsten. Ja, so kann es gehen, ne? Zu blöde. So, jetzt aber. Auf geht's. Und tschüss, würde ich sagen. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.